mal gucken, wie viel Heizung wir denn brauchen, damit wir die Räume warm kriegen. Hier auf dem Flur können wir auch auf jeden Fall noch eine bauen. Machen wir mal hier. Gucken wir mal. Würde ich sagen. Medizin 173 Packs bisher, das ist gut. Mauer neigt sich auch dem Ende. Sollte ein bisschen geschützt sein. Ich müsste mal vielleicht nochmal eine zweite Mauer ziehen. Doppelter Schutz. Gucken wir. Wie es sich entwickelt mit den Bösewichten, die uns besuchen kommen. Hier wird fleißig Holz gehackt. Den werden wir auch nochmal jagen. Oh, der Hemsi ist wach. Dann nimm doch bitte erstmal wieder dein Jagdgewehr oder Überlebensgewehr, danke. Kannst du nämlich gleich anfangen, wieder zu jagen. So. Akeo hat keine Waffe. Nahkämpfer. So. Was hat denn hier dieser Knüppel? Kampfschaden 7. Der Speer. Ein Schaden von 30. Ach, das ist ein Wurfspeer. Schaden 5. Nahkampfschaden neu. Ja, dann nimm doch bitte. Takeo war das, glaube ich. Das ist ein Messer. Du warst doch irgendwie Nahkämpfer? Ja. Dann nimm doch bitte das Messer. So, hier müssen wir auf jeden Fall jetzt mal. Wo ist Takeo? Der ist da. Ist eine leckere Mahlzeit. Ja, dann iss mal und danach musst du hier mal gerne. Bitte danke. Hier. Abbauen. Nicht zu Ende. Gut, wir müssen nämlich hier. Bum, 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 bum. Dieses kopieren, einfügen, einfügen. So, Händler. Oh, es kommt ein Händler. Sehr gut. Sehr gut. Da werden wir jetzt vielleicht unsere Niere und alles los, was wir da haben. Bin ich ja mal gespannt. Wir haben ja einen Wert von mehreren 100. 500 Marktwert. So 50. Dann 57. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir das loswerden. Wäre auf jeden Fall cool. Schildkröte 1 wird von Puma angegriffen. Ah, da können wir dir leider nicht helfen. Ja, da wird wohl unsere Schildkröte sterben. Ja. Was haben wir hier noch für schöne Tiere? Nichts, was uns so interessiert. Gut, die Händler kommen. Unsere Wand hier unten ist fertig. Sehr gut.
mir vielleicht ja hier irgendwie eine Tür reinbauen und hier auch noch die Wand zumachen. So, der Händler ist da. Wer hat bei uns die größte sozial eingestellte Ader? Dann nehmen wir ihn. Und er redet dieser Rose. Schauen wir mal, was sie zu bieten hat. Schieferregal. Ein Teleskop. Was soll man denn mit dem Teleskop? Oh, eine Plastal-Skulptur für 4000 Mille. Oh! Wow. Ein Helm für 2,5. Okay. Guck mal, unsere Niere, die da mit 500 Dollar stand, ist hier nur für 100 und so. Ja, nicht so dolle. Aber Tiere haben sie? Links. Eine Wildkatze größer als eine Hauskatze, aber kleiner als ein Puma. Beruhigungsmittel, was es nicht alles gibt. Ein Wegwerf-Artefakt, das jedem Charakter auf der Karte einen temporären Stimmungsboost gibt. Was es nicht alles gibt. Plastal 23. Wahnsinn. Gut, aber die haben auch keine Medizin. Doomsday-Raketenwerfer. Doomsday-Raketenwerfer. Nee. Glücklichmacher. Diese kleine Gehirnimplantat lässt dich glücklich und entspannt werden. Oh wei. Voll 13. Geht eigentlich vom Preis. Na gut, aber wir wollten ja eigentlich nur unsere Sachen hier loswerden. Dann kriegen wir 400 Eier. Die hat leider keine Medizin, davon hätte ich gerne auch noch einen Buschen gehabt, aber hat sie nicht. Hat sie nicht, na gut. Haben wir zumindest ein bisschen Silber wiederbekommen. Der nächste Händler kommt bestimmt. Ist der Panther schon bei uns hier irgendwie drin in der Nähe? Achso, der gehört zu der Gemeinde, okay. So, hier müssen wir ja auch noch so ein schönes Stückchen bauen und da auch noch ein Löchlein machen, genau. Damit wir auch noch so einen Ventilator da reinbauen können. So ein Pflänzchen kriegt er selbstverständlich auch noch. So ein Möbel war das, glaube ich. Also kommen alle wieder in die neutrale Ebene und er sogar in der zufriedenen Ebene. Ist gut. Ist gut. Das gefällt mir. Vorratskapsel. Was haben wir denn da schön? Was? Hühngarn, okay. Noch nie gesehen. Nehmen wir einfach mal mit.
So, wir werden erstmal jetzt hier volle Banshee wieder wegnehmen. Von der Hackerarbeit hier. Zieht weiter. Kritischer rechte Lauf. Weil Banshee wird jetzt wieder die Bergarbeit machen. Also, dass wir hier mal ein bisschen vorankommen. Weil ich würde gerne das Lager hier drin haben. Da müssen wir ein bisschen hacken in Zukunft. Machen wir wieder eine Marmorwand rein. Dann werden wir hier mal einen Durchbruch machen. Und hier dieses zumachen. Ja, so machen wir das. Noch eine Vorratskapsel. Oh, was gibt's da? Faultierwolle. Auch nicht schlecht. Oh, hier unten sind ganz, ganz viele Tiere. Natürlich auch nicht um eine Ecke von uns. Ah, hier sind noch zwei Eigeothermale sogar. Cool. Zumindest die beiden. Zumachen, zumachen. Wenn die Energie nicht mehr reicht. Was der jetzt erstmal kein Problem sein sollte. Als Ben sich der antiken Wand nähert, überkommt ihn eine unheilbare Vorahnung. Hm. Hier? Okay. Aber müssen wir ja nicht aufmachen. Vielleicht sind da irgendwelche Viecher drin. Ne? Dann gehen wir da auf jeden Fall nicht hin. Ja, ja, so ist das alles. Oh, wir haben auf jeden Fall jede Menge Holz jetzt. Können wir auf jeden Fall ein paar Böden mal hier wieder weitermachen. Und zwar die Zellen hier. Und Temperatur. Hier machen wir noch den Ventilator rein. Granit 158. Wie viel hatten wir gebraucht? Wieder vergessen. Von letztem Mal, wie viel unter Diverses war das, glaube ich. Ach nee, unter Produktion. Können wir bauen. Sehr schön. Sehr schön. Dann tun wir dieses. Mhm. Es wird, es wird. Und wenn er damit fertig ist, dann würde ich gerne. Und haben wir 3, 4, 6, 8, 9, 10. Da. Oh. Weiß nicht. Bei so einem großen Raum, ob die Höhle denn sozusagen einstürzt. Lassen wir mal zwei so eine Pünktchen stehen.
Dann machen wir da unser Lager rein. Können wir dann hier noch komplett erweitern. Ganz gut aus. So. Oh, das ist jetzt hier auch fertig. Super. Dann werden wir auch gleich Lager, Lager, Lager. Hier einfügen. Raus. So, unser Hobbyraum ist auch gleich fertig. Sieht unser Holz aus? Haben wir auch noch. Können wir eigentlich auch mal das hier ein bisschen schöner machen, wenn sie denn krank sind. Ausrüstung, Stoffmütze von Bungie ist zerfallen. Okay. Auch nicht schlecht. Und tün. Möbel. Stellen wir hier noch da und da. Und da noch einen Blumentopf hin. So, da müssen wir jetzt Strömlinge hinbringen. Dass wir da auch Licht haben. Und es wird dunkel und sie hacken hier fleißig. Sehr schön. So, dann Möbel. Ein Lampignon. Stellen wir da hin. Vorerst, das werde ich dann aber nachher da ersetzen. So, unser Hobbyraum scheint ganz gut zu sein. Steine kommen noch raus und dann können wir hier auch gleich Böden reinmachen. Den Billardtisch. Ach, da brauchen wir Stoff hier. Stimmt, da war ja was. Und vergessen. Okay, Struktur? Nee. Zonen? Anbau? Hier? Geht das nicht? Ist. Hier? Das habe ich jetzt natürlich. Stimmt, da brauchten wir ja Stoff. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Stoff da rauskommt. Weiß ich ehrlich gesagt. Aber wir machen Stoff einfach hier hin. Mal gucken, was draus wird. Wie lange dauert denn Stoff? Baumwolle. 3,7 Tage, ja. Baumwolle. Machen wir. Dann gucken wir. Gut, du hast Power, ist okay. Dauerpower. Vielleicht sollten wir demnächst dann auch nochmal 2 Batterien dahinstellen, weil es wird ja doch eine Menge Energie, die wir im Moment hier ziehen. Aber es läuft. Oh,
ihr seid hier fleißig. Was habt ihr hier gefunden? Komprimierten Stahl, das ist gut. Komprimierte Bauteile, super. Oder machen wir Möbel. Hier. Müssen wir auch noch schöner machen, aber wird. Es wird. Heizung haben wir mit leider auch. 21 Grad, top. Das machen wir auch noch schön. Können wir den Tisch nämlich einmal drehen. Du kommst noch mit raus und du. Ein verrücktes Tier. Ach, der Steinbock will's wissen, ja. Überfall. Jetzt geht's wieder los. Überfall. Was für ein Überfall haben wir? Ach du meine Güte. Ach du Schreck. 2, 4, 6, 8 Leute. Tüdü. Oh, warte. Ab nach Hause und Stellung beziehen. Haben die gesagt, dass sie gleich antreten oder noch nicht? Nochmal gucken. Waren die? Ja, und greifen die gleich an? Geht etwas spazieren. Nee, noch nicht. Oh, da kommt das verrückte Tier. Unsere Tiere werden erstmal Tiergebiet gebracht. Das war sehr gut. Genau, bringt das Vieh mal schnell nach Hause. So. Wo sind die Damen und Herren? Da unten sind sie. Okay. Auf los geht's los, Leute.